nicht sehr verehrtes Publikum sagen, denn wir haben heute so ein verschiedenes Publikum. Wir haben viele Kinder, wir haben Eltern, wir haben Großeltern, wir haben sonstige Cello-Freunde, Cello-Spieler und die wollen alle heute einen schönen Abend haben. Und ich verspreche Ihnen, es wird so sein. Wir spielen nicht Peter und der Wolf, wir spielen auch nicht Karneval der Tiere, sondern wir spielen den Teddy und die Tiere. Groß und klein. Schwitzt die Ohren. Und jetzt möchte ich nur ganz kurz vorstellen, die Studenten aus meiner Klasse, die heute mitspielen werden, und sie werden sich selbst ganz kurz vorstellen. Ich heiße Nadege, ich bin aus der französischen Schweiz. Ich habe hier Jugendstudium gemacht an der Hochschule und danach auch Bachelorstudium. Dann war ich kurz weg für das Masterstudium in England und jetzt bin ich zurück als Assistentin. Aus Norwegen und ich mache hier ein Jahr Erasmus-Programm. Eigentlich studiere ich in Norwegen. Ich bin Johnny, fünftes Semester in der Schule. Ich gehe noch zu Schule. Aus welchem Land kommst du? Ich komme aus Taiwan. Taiwan! Es ist zwar hier keiner schwerhörig, aber trotzdem muss man im Saal ein bisschen lauter reden. Nur Mut. Ich bin Roger, ich komme aus Spanien und ich bin drittes Semester Master. Ich bin Javier, komme aus Spanien und mache mein zweites Master bei Professor Kleger und bei Professor Meyers. Und ich heiße Amarilis, ich komme auch, Überraschung, aus Spanien und ich bin ganz neu hier in Köln. Ich studiere, also ich mache mein erstes Semester hier bei Bachelor bei Frau Kiel. Spanien hat die Übermacht heute. Ja, ich bin schon jetzt fangen wir das Märchen der Teddy und die Tiere an. Es war einmal ein netter, alter Teddybär namens Washable. Das heißt, ich bin waschbar. Dieses Wort hatte auf einem kleinen Schildchen gestanden, das der Bär am Ohr hängen hatte, als er noch ganz neu war. Deshalb hatte das Kind, dem er gehörte, ihn so genannt. Aber das war lange her. Das Kind ging jetzt in die Schule und war schon viel zu groß, um noch mit Teddybären zu spielen. Auch an Washable waren die Jahre nicht spurlos vorbeigegangen. Er hatte an manchen Stellen Flicken aufgenäht und sein Fell war vom häufigen Waschen und Kämmen ziemlich abgenutzt. So saß er nun also die meiste Zeit auf seinem Ehrenplatz in der Sofaecke und guckte geradeaus vor sich hin. Aber Tag und Nacht nur immer auf einem Ehrenplatz sitzen, ist ja auch nicht gerade lustig. Und deshalb tanzte Washable manchmal ganz für sich allein ein wenig herum. Aber auch nur, wenn wirklich niemand zuschaute. Sonst hätte er sich nämlich geniert. Denn wie alle Teddybären war er auch etwas ungeschickt. Und er war besonders ungeschickt. Thank you.
eine Fliege um seinen Kopf herum und setzte sich ihm schließlich auf die Nase. Hallo, sagte sie. Hallo, sagte Waschebel und schielte auf die Fliege. Wie geht's? Wollte die Fliege wissen. Ich sitze hier, antwortete er. Das sehe ich doch selbst, summte die Fliege, aber wozu denn? Ja, einfach so, sagte Waschebel. Die Fliege überlegte. Aber du musst doch zu irgendwas da sein, meinte sie. Nö, sagte Waschebel. Ist das denn wichtig? Und wie, summte die Fliege. Es ist das Wichtigste auf der Welt. Ich zum Beispiel bin dazu da, um herumzufliegen und an allem zu lecken. Kannst du herumfliegen und an allem lecken? Nö, brummte Waschebel. Also sowas, summte die Fliege spöttisch. Der weiß nicht mal, wozu er auf der Welt ist. Du bist dumm. Einfach ganz furchtbar dumm. Sie wirbelt um seinen Kopf herum und summt in einem vor. Dumm, 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 ohne Sinn, 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 nur Unsinn, Sinn, Sinn, Sinn.
Guten Morgen, mein Herr, gackerte das Huhn, als es Waschebel sah. Ich habe heute bereits 8 Eier gelegt. Ganz wunderbare Eier, überaus eiförmige Eier, geradezu vollkommen Eier. 6 weiße und 2 braune, oder ist das umgekehrt? Ja, 6 weiße und 2 braune. Da könnt ihr die Eier alle bewundern, die ich heute gelegt habe. Sie sind doch sicher gekommen, um sie zu besichtigen. Nicht wahr? Eigentlich nicht, sagte Waschebel. Interessieren Sie sich denn nicht für Eier? Fragte der Sohn mit schiefem Kopf. Nö, sagte Waschebel. Aber was gibt es denn Wichtigeres als Eier? Es ist doch der einzige Sinn des Daseins, Eier zu legen. Wozu sind Sie denn auf der Welt? Ja, das möchte ich eben herausfinden, sagte Waschebel. Hören Sie auf mich, antwortete das Huhn. Folgen Sie meinem Beispiel. Eier legen, Eier legen, Eier legen, Eier legen, Eier legen. Das kann ich aber nicht, sagte Waschebel. Taugt nichts, gackerte das Huhn verärgert und lief fort. Dumme Pute, brummte Waschebel in sich hinein und ging auf die Straße hinaus. Die ersten, die ihm dort begegneten, waren 2 Mistfinken, die gerade in einer schmutzigen Pfütze ihr Bad nahmen. Versunken über die Straße und kam auf eine Wiese, auf
auf der viele Blumen blühte. Er setzte sich ins Gras und sah einer Biene zu, die eifrig herumflog. Thank you.
wundern. Ich weiß, schnarrte der Schwan und stellte seine Flügel auf, wie gebauschte Segel. Und wozu bist du da? Fragte Wurschtel. Welch törichte Frage, antwortete der Schwan erhaben. Der letzte Sinn des Daseins allein ist die Schönheit. Was denn sonst? Und er betrachtete wohlgefällig sein eigenes Spiegelbild im Wasser. Ich erfülle diese höchste Aufgabe. Ja. Und du? Washable betrachtete ebenfalls sein eigenes Spiegelbild im Wasser und sagte dann ehrlich. Ja, ja. Nö. Nun denn, meinte der Schwan, dann bist du wohl tatsächlich überflüssig. Damit zog er wieder auf den See hinaus und würdigte den alten Teddybären keines Blickes mehr. Auf der anderen Seite des Waldes und des großen Sees begann ein neuer Wald. Und dort hinein ging Washington jetzt. Nach einer Weile begegnete er einem Vogel, der auf einem Ast saß und immerfort das Gleiche rief. Dschungel. Über ihm in den höchsten Zweigen turnte lärmend und kreischend eine Schar Affen herum. Musik.
den alten Teddybären sahen, verstummten sie plötzlich. Der Oberaffe kam vom Baum herunter und baute sich vor ihm auf. Was suchst du denn hier? Fragte er und fletschte die Zähne. Ich will nicht stören, sagte Waschibel höflich. Ich suche nur jemand, der mir sagen kann, wozu ich auf der Welt bin. Alle Affen begannen durcheinander zu schnattern. Ruhe! Spanien schreit Ruhe. Er fletschte die Zähne, aber dann war es wieder still und er sagte, der einzige Zweck des Daseins ist es, etwas zu gründen. Einen Verein, ein Komitee, eine Partei, ein Quartett, ein Orchester, ein Golfclub, ein Tennisclub, ein Kegelverein, ein Fußballverein und was euch alles so einfällt. Wir machen das jedenfalls, immer zu. Warum? Fragte Waschibel. Weil es wichtig ist, sagte der Oberaffe, dass einer kommandiert und die anderen gehorchen. Sonst doch geht doch alles drunter und drüber. Alles muss genau seinen Platz in der Gesellschaft haben, sonst ist es nichts wert. Kannst du kommandieren oder gehorchen? Nö, sagte Waschibel, ganz pikiert. Dann kannst du bei uns nicht eintreten. Schrie der Oberaffe und alle anderen Affen begannen mit allem möglichen Zeug nach Waschibel zu schmeißen. Das regelt wohl. Der Teddybär wackelte eifrig weiter. Gleich hinter dem Urwald lag eine weite Steppe. Und mitten auf der Steppe stand eine Gruppe von Elefanten, die in ernste Gespräche versunken waren. Sie hatten weise Gesichter und bewegten sich sehr würdevoll. Thank you.
da bin? Die Elefanten umringten ihn und schauten mit gerunzelten Stirn auf ihn hinunter. Das, sagte einer, ist eine sehr tiefe Frage. Wir denken schon längere Zeit darüber nach. Und, fragte Washable erwartungsvoll, habt ihr es herausgekriegt? Tiefe Fragen müssen gründlich bedacht werden, meinte ein anderer. Man darf nichts überstürzen. Deshalb besteht der Sinn des Daseins darin, über den Sinn des Daseins nachzudenken. Aber, wandte Washable ein, das kann ja ewig dauern. Ich weiß nicht, ob ich so haltbar bin. Nun ließ sich ein dritter Elefant vernehmen. Du hast doch schließlich eine ewige Seele, wie alle lebenden Geschöpfe, nicht wahr? Oder was hast du denn in deinem Inneren? Ich habe noch nicht nachgesehen, gab Washable zu. Aber ich glaube, Sägemittel oder Schaumstoff oder sowas. Dann bist du ja gar kein richtiges Geschöpf, sagte der erste Elefant ganz streng. Dann bist du ja bloß ein künstlicher Gegenstand, ohne Seele und Geist. Wenn du zu nichts mehr gut bist, sollte man dich doch einfach wegwerfen. Oh, da wurde dem armen Teddybär zum ersten Mal die Seele und das Gefühl ganz traurig, obwohl er nur Sägemehl und Schaumstoff in sich hatte. Aber einfach weggeworfen werden wollte er natürlich auch nicht. Er hatte gar keine besonderen Ansprüche, aber im Müll landen wollte er auch nicht. Er wackelte davon und hatte eigentlich gar keine große Lust mehr, noch irgendjemanden zu fragen. Die Steppe wurde immer steiniger und immer sandiger und Washable war müde und er setzte sich in den Schatten eines Felsens. Da beobachtete er in der Nähe eine Schildkröte, die eifrig Gymnastik machte. Bei deiner Figur.
Ach, meinte Washable, die habe ich doch immer schon gehabt. Ich will mich ja auch gar nicht ändern. Ich will nur endlich wissen, warum es mich gibt. Wozu ich da bin. Das wissen doch alle anderen auch. Ganz einfach, antwortete die Schildkröte. Man ist doch dazu da, um möglichst lange zu leben. Ich bin schon über 100 Jahre alt und mache täglich meine Gymnastik, um immer noch älter zu werden. Wozu willst du denn immer noch älter werden? Fragte Washable. Ganz einfach, antwortete die Schildkröte, um auch weiterhin meine Gymnastik machen zu können. Willst du das denn nicht auch? Nee, antwortete der Teddybär und hoppelte ganz schnell weiter. Nach einer Weile traf er in der Wüste eine Eidechse, die auf einem warmen Stein in der Sonne lag und vor sich hin döste. Gibt es hier in diesem Raum? Ich glaube, da würden wir alte Freunde finden. Washable legte sich hin, ließ sich die Sonne auf seinen Bauch scheinen und versuchte angestrengt an gar nichts zu denken. Das wurde ihm aber nach einer Weile ziemlich langweilig. Aber vielleicht wäre es ihm doch gelungen, wenn er nicht plötzlich etwas in sein Ohr gefühlt hätte, das kribbelte und kitzelte und krabbelte. Er schüttelte das Ohr mit der Pfote und heraus fiel ein Ohrwurm, der aufgeregt hin und her rannte.
geirrt. Ich hab gedacht, du hast richtige Ohren mit Löchern. So wie andere Tiere auch. Macht ja nichts, sagte Washable freundlich. Jeder kann sich ja mal irren. Aber was suchst du denn in anderen Leuts Ohren? Ich setze mich doch fest, erklärte der Ohrwurm. Ich richte mich doch häuslich ein. Ich bohre mich immer tiefer. Man wird mich nie mehr wieder los. Das ist der Zweck meines Daseins. Willst du dich nicht auch irgendwo häuslich einrichten? Schon, meinte Washable, aber doch nicht so. Und er wackelte weiter. Als er so durch die Wüste stapfte, die unendlich weite Wüste, und es wurde so heiß, hörte er plötzlich eine zischende Stimme hinter sich. Hey, Dickerchen, wohin denn so eins? Er drehte sich um und sah eine große Klapperschlange, die ihn mit glitzernden Augen fixierte. Er wollte schnell weitergehen, aber er konnte sich nicht mehr bewegen. Nur schön ruhig bleiben, mein Kleiner, zündete die Schlange, sonst wäre ich mehr weg. Und langsam, ganz langsam kroch sie auf ihn zu. Ich habe ausgesprochen Appetit auf dich, Dickerchen.
Nicht wahr? Oh, ich hoffe nicht, antwortete Washable. Ich hab doch nur Sägemehl oder Schaumstoff in mir. So, sagte die Schlange enttäuscht. Na, dann muss ich mir wohl was anderes suchen. Und sie glitt lautlos hinfort. Washable atmete auf und lief davon, so schnell in seine kleinen, kurzen, krummen Beinchen trugen. Er ließ die Wüste hinter sich und kam wieder auf eine Wiese. Als er Seitenstechen bekam, blieb er stehen und sah vor sich einen Strauch. An einem Zweig hing ein kleines Paket aus schimmernden Seidenfäden. Und während er noch hinguckte und unendlich bewunderte, platzte das Paketchen auf. Und heraus zwängte sich ein Schmetterling, der wundervolle, farbenprächtige Flügel im Sonnenlicht ausbreitete. Ich habe noch nie einen Teddybären gehabt.
Ja, gerne, 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 sagte Washable. Ihm wurde ganz warm ums Herz, obwohl sein Inneres nur aus Sägemehl oder Schaumstoff war. Und das kleine Mädchen nahm ihn auf den Arm und gab ihm einen Kuss auf die Nase. Von nun an hatte Washable wieder jemand, dem er gehörte. Beide waren glücklich. Aber das ist noch nicht der Schluss der Geschichte. Nach ein paar Tagen kam nämlich wieder die lustige Fliege in die Wohnung des kleinen Mädchens und entdeckte den alten Teddybären. Und zuvor begann sein Kopf zu summen. Wozu bist du überhaupt da? Du bist dumm, 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 ohne Sinn, ohne Sinn, ohne Sinn, dumm, 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 dumm. Aber diesmal wusste Washable die richtige Antwort. Denn Washable hatte auf seiner langen Reise endlich herausgefunden, dass der Sinn seines Daseins darin bestand, einem kleinen, süßen Mädchen zu gehören und es glücklich zu machen und ihm mit seinem weichen und gemütlichen Kuschelfell ein wahrer Freund zu sein.